Hätte ich nicht machen sollen. Jetzt ist es noch schwieriger geworden zu siegen. Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Bumblebee B2 spielt. The Binding of Isaac Nachgeburt. Wir sind bei den Challenges und jetzt Challenge 6. Solar System. Habe ich bis jetzt immer elegant ausgelassen. Die ist nämlich wirklich nicht so einfach. Bei Solar System ist es so, dass wir ganz viele Fliegen um uns herum haben, aber wir können keine Tiers verschießen. Gar nichts. Keine Tiers. Das sieht so aus, dass wir hier alle Fly-Items haben und auch die gute Attack-Fly. Aber Tiers geht nicht, weil uns sind die Augen zugebunden. Aber wir können fliegen. Wir haben allerdings nur 3 Herzen. Dafür sind es zum Glück normale Herzen, die wir auch wieder auffüllen können. Und da bin ich nicht so gut drinne. Bei... da seht ihr das? Ich bin einfach nicht so gut da drinne bei diesen Challenges, wo ich nicht schießen kann, denn ich habe immer gerne einen Abstand da drin. Aber das bringt ja nichts. Wir müssen dazu lernen. Wir müssen... da muss ich mich mehr bewegen. Und genau das ist es. Ich muss also mehr dazu lernen, was das Ganze angeht mit Dodging und auch mit nah rangehen. Denn wenn wir mal ein schönes Messerchen bekommen... Ja, das ist schön. Oh, das hat sich gelohnt. Guckt euch das an. Wenn wir mal ein Messerchen bekommen, was um uns als Orbital herumfliegt, dann sollte ich das auch präzise einsetzen können. Das kann ich noch nicht. Hier seht ihr die Feuer und so weiter. Kann ich nur mit Bomben zum Explodieren bringen. Ich kann ja also keine Tränen schießen, um auch diese kleinen Gimmicks zu bekommen, wie zum Beispiel mein Herz und mein Feuer. Aber hier hat sich gerade eine Luke aufgetan. So ein Glück muss man haben. Und da bekommen wir Capricorn. Capricorn ist ein All Stats Up. Wir machen mehr Schaden. Wir haben ein zusätzliches Herz bekommen und so weiter. Ist ein super Item eigentlich. Für mich. Viele nehmen das gar nicht, weil denen dieses Damage Up und so weiter nicht heftig genug ist. Also nehmen es nicht direkt oder wirklich würfeln es nochmal raus, wenn sie die Gelegenheit haben. Ich freue mich immer, wenn ich das bekomme. Und jetzt haben wir nochmal Fliegen dazu bekommen. Ja, da würde ich gerne das halbe Herz mir nehmen, aber das können wir nicht. Haben wir Fliegen dazu bekommen? Oh, dafür bekommt man ein ganzes Herz. Und nochmal ein bisschen Damage ab und so weiter. Also eigentlich ziemlich, ziemlich cool. Hier ist alles erledigt. Schlüssel haben wir einen, aber mit 2 Geld lohnt es sich nicht, in den Shop zu gehen. Also gehen wir hier mal nach Famine und versuchen ihn mit der Fliege, die am entferntesten ist. Wow. Oder beziehungsweise jetzt auch mit der roten. Ja. Zu erwischen. Und das war nur Glück, dass ich die unten erwischt habe. Kein Witz. Die wollte ich gar nicht erwischen. Aber jetzt bekommen wir noch ein Orbital. Jetzt haben wir noch einen Orbital. Das Gute ist, das werdet ihr vielleicht jetzt schon festgestellt haben, diese Orbitals, die halten auch teilweise Tränen von anderen auf, also die Schüsse von anderen. Das ist ziemlich gut, damit wir das blocken können. Und jetzt haben wir auch die 100%ige Devil-Deal-Chance und schauen mal, dass wir die nicht verlieren. Das wäre schon ganz cool, weil wir 4 Herzen jetzt inzwischen haben. Und da sollten wir darauf Acht geben, dass wir den behalten, den Devil-Deal. Weiterer Schlüssel ist schön. Wir haben 5 Bomben. Wir können also tatsächlich auch gleich mal schauen, dass wir... Ja... 5 Bomben, dass wir den Secret Room und so finden, weiterfinden. Falls ihr das nicht wusstet, wenn die Weißen hier hochkommen, dann spucken die. Und wenn ihr nicht zu sehen seid, nicht in deren Reichweite seid, dann kommt da keine Träne raus. Oder keine Spucke, denn die spucken ja eher. Und ihr könnt dann danach hingehen und die ganz einfach überwältigen. So, wir haben nur 2 Geld. Von daher können wir hier nichts machen, aber ich wollte zumindest mal reinschauen und gucken, ob wir irgendwas Schönes entdecken, wofür wir unbedingt, Geld benötigen. Unsere Fliegen sind sehr stark. Hier diesen Puh werde ich zum Explodieren bringen mit den Bomben. Ist zwar übel. Ich kenne keinen anderen Weg. Oh, jetzt habe ich die da draufgelegt und dann geht's nicht. Ich kenne leider keinen anderen... Das geht nicht. Bei normalen Poops geht das. Und das ist jetzt ein goldener Puh. Der verliert also ganz viele Coins eigentlich. Naja, gehen wir mal in den Super Secret. Sehr cool. Aber die Feuer sind ziemlich übel für uns. Ich lege da eine Bombe ab. Ja, okay. Keep your friends closer. Nimm ich mal mit.
Jetzt haben wir unsere Bomben verschwendet. Da ist noch eine Kiste, vielleicht finden wir noch eine Bombe. Wir gehen hier nochmal durch. Auch wenn hier nichts Wildes mehr ist. Ah, wir hätten vielleicht, ja. Lass uns doch erstmal den Boss machen. Durch den Boss bekommen wir vielleicht einen Devil Deal. Bevor wir jetzt hier irgendwo in dem Raum unsere Tears, nicht unsere Tears, unsere Herzen verlieren. So, den erwischen wir sogar. Da müssen wir nah rangehen, aber diese rote Fliege ist Beast. Also die ist wirklich hardcore. Die haut den komplett weg. Ist der Hammer. Gehen wir mal in den Devil Deal zuerst. So, hier bekommen wir zwei Gefährten. Spectral Buddy hätte ich nicht. Doch, Spectral Buddy kann auch schießen. Und Bra ja. Und Friends Till the End. Jetzt haben wir zwei, die schießen können. Das ist super für uns. Super, 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 weil wir es nicht selber können. Shot Speed und Damage Up. Shot Speed bringt uns nicht viel, weil das nur für uns gilt und wir können nicht schießen. Aber unsere Gefährten bekommen vielleicht. Nee, das Damage Up gilt bei denen auch nicht. So, und jetzt können wir zumindest den Poop. Jetzt kriegen wir Wealth of Wealth, Counterfeit Penny. Den nehme ich mit. Wenn ich mich nicht, jetzt gehe ich auch noch in die anderen Räume, oder? Ja. Vielleicht finden wir ja noch einen gezackten Stein. Wenn ich mich nicht täusche, ist Counterfeit Penny super. So, dass wir für jede eingesammelte Münze gegebenenfalls noch eine zweite dazu bekommen. Wenn alles gut läuft. Oh, schade. Das lief alles zu gut. Ja, aber das geht mit den Orbitals. Also, das ist machbar für uns bisher. So, wo haben wir denn einen Raum, der von allen Seiten begehbar ist? Das wäre nämlich der nächste Secret-Raum. Hier ist er. Da wurden wir komplett von weg teleportiert. Also, wir sind eben verflucht. Das ist eine Sache, die bei drei Coins. Ja, und habt ihr gesehen, wir haben tatsächlich mehr Coins dazu bekommen als drei. Weil wir den Counterfeit Penny haben. Und das werde ich auch erstmal so durchziehen. Wir werden auch jetzt nochmal noch nicht in den Shop gehen. Hatten wir nicht noch Poops? Nee, das war ein Level da drunter. Ja, dann können wir ja nichts mehr machen. Dann können wir nichts mehr machen. In den Shop gehen können wir, aber ich glaube, da war auch kein Soul Heart. Nee, es gab eine Bombe für drei. Ah, hier gibt's aber noch. Ja. Versuchen wir mal, ob wir hier nicht was von bekommen. Oh! Und was wir dafür bekommen. Jetzt können wir doch noch den Item Material kaufen. Super. Und wir holen uns auch noch eine Bombe. Und einen Schlüssel. Ja. Wer weiß. Wer weiß, wofür wir den brauchen. Damit hätte ich nicht gerechnet. Also diese Challenge ist nicht einfach. Das steht fest. Aber dadurch, dass wir jetzt zwei Kollegen haben, die schießen können, während wir nicht schießen können, ist das sehr, sehr positiv. Ich habe das schon, glaube ich, ein paar Mal versucht. Und da habe ich nie Kollegen bekommen, die auch mal schießen können. Denn damit müssen wir nicht immer so hart dran, obwohl wir das jetzt machen. Und können auch mal aus der Ferne wenigstens Gegner, die nicht so stark sind, mal belagern. So, da fliegen wir dran her. Und komm, 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 komm. Ganz genau. Da fliegen wir auch dran her. Es könnte sein, dass hier ein Super Secret ist. Nein, ist es nicht. Kein Problem. Suchen wir weiter. Und in dieser Folge wollte ich einfach nur ein paar Kleinigkeiten mal besprechen. Denn upsa, ich weiß nicht, ob ich die Folge schaffe. Das ist ein ganz großes Ding hier. Also es ist keine einfache Challenge. Das sieht bei den anderen Streamern und Isaac-Spielern so einfach aus, ist es aber nicht. Da gehört viel Übung zu. Was haben wir hier? Sehr cool, dass wir jetzt auch die Feuer eliminieren können. Schade, dass wir keine. Wir hatten dort noch Bomben für den. Ja, ich hätte nochmal in den Super Secret wegen der Steinkiste gehen sollen. Habe ich nicht mehr gemacht, ne? Doof, ist jetzt egal, ist jetzt vorbei. Den jagen wir auch in die Luft, bekommen wir nämlich, seht ihr, 2,5% zwar nur, aber eine bessere Devil Deal Chance. Das ist Magician, bringt uns nicht sehr viel. Poppen wir direkt. Brauchen wir nicht. So, genau hierfür ist das jetzt super, dass wir kleine Kollegen haben, die schießen können. Denn da müsst ihr nahe für ran, so wie hier. Und es kann sein, dass die euch dann treffen. Und das ist ziemlich uncool. Was haben wir hier? Nochmal drei Münzen. Das gibt nochmal richtig Geld. Ganz genau. Vielleicht nehmen wir uns nämlich die Battery dann noch. So, den kleinen können wir hier einfach so. Oh, da trifft er uns.
Das war so easy und trotzdem habe ich es nicht geschafft. Und da könnten wir jetzt dran fliegen. Denn wir können fliegen. Das Rote tut uns nichts. Und die können nicht schießen. Ah, wir kommen leider. Da, das ist schwierig. Ah, aber werden wir auch schaffen. Komm hoch. Ja. Wir können leider die roten Herzen nicht mehr gebrauchen. Das ist schade. Ja, ich kriege mal. Oh, und der hat sogar die Schüsse abgeblockt. Was machen wir hier? Wir haben noch ein halbes Herz. Wir waren im Shop. Wir bräuchten noch mehr Geld. In die anderen Räume sollten wir gehen wegen dem Geld und uns vielleicht die Battery holen. Oh, Mega Man. Isaac gegen Mega Man. Da können wir nur mal schauen, wie viel Schaden. Ja, die macht eigentlich einen ganz guten Schaden. Da müssen wir mit der Roten ein bisschen arbeiten. Und hier die Spinnen loswerden, damit die nicht in uns reinrennen. Schnell, 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 schnell. Boah. Ja. Wow, wir haben keinen Schaden genommen. Keinen Schaden genommen. Und dafür haben wir noch einen Soul Heart bekommen. Super gelaufen. Ja, das ist Tears Up und Shots Be Down. Also eigentlich ein Tears Up können wir auch nicht gebrauchen, aber ein HP Up. Was schon eigentlich recht cool ist. Wir gehen jetzt noch nicht runter. Was wir mal gucken können, ist, ob wir den Secret finden. Den Super Secret meine ich. Nein. Dann bist du entweder. Ja, komm, du bist hier. Du bist hier. Du stehst einzeln, genau. In der Nähe vom Bossraum. Pilz. Nehmen wir. Wir versuchen Full Health. Wissen wir jetzt schon mal, wie die aussieht. One makes you larger. Friends till the end. Lockdown. Amnesia. Wisst ihr was? Dann werden wir hier nicht mehr weiter nach Geld suchen. Wir gehen direkt runter, ziehen keine 2000 Monopoly-Dollar ein und schauen mal, dass wir das hier irgendwie gebacken kriegen. Ja, diesmal nur kleine Stories, weil, wie gesagt, bisher läuft es ja einigermaßen akzeptabel, aber wer weiß, ob das so bleibt. Wir werden jetzt auch diese Pus zerstören, in der Hoffnung, da ist noch ein Soul Heart drin, denn manchmal verlieren die tatsächlich auch Soul Hearts, was ziemlich selten, aber auch genial ist. Gleichermaßen selten wie genial. Mysteriös und mächtig. Nee, wie sagen die bei Hey Mann, wo ist mein Auto? Ein rätselhaftes, aber auch mächtiges Instrument. Ja, genau. Sehr witziger Film, ganz oldschool mit John William Scott, mit dem aus American Pie. Wie heißt er? Stifler. Mit Stiffmeister. Und mit Ashton ein, wie ich finde, sehr flacher, aber sehr witziger Streifen. Also ich stehe auf flache Sachen. Ich ziehe mir auch, wo wir bei Geschichten sind, fange ich einfach mal an. Ja, das ist doof, aber machst du nix. Geh weg. Ja. Ich ziehe mir auch Jackass rein. Also es gibt viele Leute, die sagen, oh nee, Jackass, das ist aber primitiv und so weiter und so weiter. Uah, boah, das war mehr Verstand als Glück. Oder umgekehrt. Wer weiß das schon? Reusable Soul Protection. Gebt uns ein Soul Heart. Ich glaube, was es noch macht, aber die Batterie ist zu gut daneben. Und Summon Bombs. Was es noch macht, habe ich dazu gelernt, ist, glaube ich, dass es den Boss für diese Ebene festsetzt. Also ich glaube, wir werden jetzt als Boss. Oder hatten wir den schon? Gibt es dann so einen fliegenden Typen mit, der auf einem Pferd sitzt, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das Femin ist. Ich glaube aber, dass wir dann dadurch ein Orbital bekommen als Boss. Bin mir nicht sicher. Aber das ist auch egal. Obwohl noch ein richtig schönes Item. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was in unserer Lage gut wäre. Was super wäre, und ich glaube, so habe ich auch die Challenge geschafft. Bei der Xbox One, da habe ich die Challenge schon. Und auch die anderen Challenges schon. Wie gesagt, da hatte ich immer su super viel Glück. Ist Brimstone Kid, dieser kleine Brimstone-Junge, der Brimstone schießt und euer Gefährte ist. Also, das ist so cool dann. Damit kann man nur gewinnen, also in dieser Challenge zumindest. Ja, ich gucke mir auf jeden Fall auch Jackass an, wo andere Leute sagen, oh, das ist aber platt und schon ein bisschen assi. Ich finde das super witzig. Also, das ist genauso. Leute stolpern und man lacht automatisch oder Leute fliegen die Treppe runter und selbst wenn sie sich einen Knochen brechen, tut mir leid,
Das ist ein witziges Bild und witzig mit anzusehen. Also Menschen lachen. Wenn ihr darüber nicht lacht, das glaube ich euch nicht. Dann setzt ihr euch wahrscheinlich abends zu Hause hin, zieht die Bettdecke über den Kopf und kringelt euch dann vor Lachen. Also es gibt einfach bestimmte Dinge, die sind ja schon so schlimm, dass man drüber lachen muss. Ich weiß es nicht. Und Jackass ist sowas, okay, da kann ich verstehen, das ist nicht jedermanns Sache, aber ich lache da auf jeden Fall. Ich finde das super witzig. Also ich habe bisher vorher noch niemanden gesehen, der sich mit einem Taser beschießen lässt. Und wenn ich schon drüber nachdenke, muss ich lachen und grinsen. Ah, mehr, mehr, mehr Geld. Wir brauchen jetzt nur noch einen Schlüssel für den Shop. Hätte ich nicht mitgerechnet, dass wir den nicht bekommen. Ja. Wir werden da direkt mit unserem. Ah, cool. Ball of Bandages reingehen. Und ich habe bisher noch niemanden gesehen, der sich wirklich mit einem Taser beschossen hat. Und das war. Ja, ich nehme die fette Battery, Stores Energy. Und noch eine Bombe. Nee, erstmal nichts. Kann ich ja eh nicht kaufen. Und wenn ihr das dann seht mit eigenen Augen und das Zucken seht von den Leuten, die dann die Strom stehen. Ah, Emperor. Brauche ich eigentlich in meinen Durchgängen nicht, aber mal schauen. Die sich dann noch mit dem Strom ja, stärken, belasten lassen. Da muss ich lachen. Finde ich super witzig. Upsa, das war unnötig. Schade eigentlich. Aber das war super unnötig. Aber durch die Battery wird unser Solar Regeneration gepusht. Ich weiß gar nicht, Catacombs 2. Wir sind noch nicht bei Mom, ne? Nee. Ah, Pestilenz ist es dann. Also auf jeden Fall bekommt ihr dann, wenn ihr das Buch benutzt, so ein Boss, der auf einem Pferdchen sitzt. Ja. Ich habe. Das war schlecht. Oh Mann. Ich muss jetzt erstmal die Kleinen hier loswerden. Die nerven mich nämlich zu sehr ab. Und so lache ich. Sehr. Nein, nein, nein. Ach oh, nein. Jetzt muss er uns noch einmal treffen und dann haben wir den Salat. Ja, ich muss vielleicht jetzt mit der. Ja, vielleicht muss ich auch mit denen arbeiten. Ja, das reicht. So viel hat er nicht mehr. Ich nehme den Ball. Dann kann der Ball nämlich auch noch schießen. Oh, und wir haben Krampus. Nicht cool. Aber eigentlich. Ja, ist nicht cool. Ich weiß, da oben war das Feuer. Vielleicht muss ich die Feuer erstmal ausmachen. Damit ich da nicht. Damit da gleich nichts von rauskommt. Ja, genau. Und. Ah! Jetzt muss ich um dich herum orbiten. Ja, und jetzt habe ich's. Ja, war leider nicht perfekt, aber wir haben nur ein halbes Hart Schaden genommen und wir können sofort unsere Soul Hearts wieder auffüllen. Das ist okay. Und das ist eigentlich super für uns. Aber ich glaube, ich will die Soul Heart Generation. Ich brauche die Hearts und wir machen genug Schaden mit unseren anderen Sachen. Gucken wir in dem Challenge Room. Nee, wir gehen direkt runter. Wir gehen direkt runter. Und so bin ich jemand, der tatsächlich über Jackass lacht. Und auch mir mal die Staffeln gekauft habe, irgendwo gebraucht, über Amazon, glaube ich, aber bisher noch nicht komplett von vorne bis hinten nochmal geguckt. Die kam früher auf MTV, aber das ist ja schon über 10 Jahre her, wo man abends, ah, nur 4 Münzen. Erstmal nicht. Obwohl ich den super gerne spielen möchte. Wir brauchen also Geld. Oh. So, komm her. Ja, du willst schießen. Schießt du. Ah, nochmal auf mich. Oh, nochmal, Health, super. Wir brauchen die Health jetzt ganz, ganz unbedingt. Dann schaffen wir nämlich das Ding hier. Dann bringen wir das nach Hause. Ja, lass die Bombe zerplatzen. Wir haben jetzt hier auf jeden Fall eine Menge Bomben. Cool. Und früher hat man das gesehen. Das war noch MTV-Zeit. Also, wo wirklich auf MTV auch noch Musik kam. Man mag sich das gar nicht vorstellen. Aber früher kam auf MTV und auf Viva tatsächlich Musik. Gehe ich in den Raum, der uns ein bisschen verletzt? Ja, wir können fliegen. Da will ich reingehen. Ah, das war eigentlich, sofern der ausbezahlt, ist das ganz cool. Lass uns mal schauen, was passiert. Da bekommen wir sogar noch ein halbes Hart. Und falls ihr das nicht wusstet, hier. Ah, scheiße, nicht geklappt. Der kann immer zweimal ein Herz nehmen, ohne dass ihr doppelten Schaden nehmt. Also immer dranbleiben. So, und da kriegen wir nochmal ein Soul Heart. Er hat eine Pill verloren. Ist das zum Beispiel Full Health? Nee, das ist eine Lockdown. Okay. Also immer zweimal dran ticken, denn er nimmt immer für ein halbes Herz eigentlich ein ganzes. Sofern er nicht ausbezahlt. Hier bekommen wir jetzt die Ceremonial Robe, mehr Schaden und wir haben nochmal schwarze Herzen dazu bekommen. Ist ziemlich gut.
Wir sind in Necropolis 1. Ich mache jetzt folgendes. Ich pop die Emperor-Karte, damit wir keinen halben Hartschaden bekommen. Dann ist es mir lieber, dass wir das halbe Hartschaden bekommen jetzt in diesem Bosskampf und der Boss dadurch verletzt wird. So. Ja, da kam wirklich noch Musik auf MTV früher. Das ist irre, aber keine Lüge. Ne? Nicht irgendwelche Soap-Operas oder irgendwelche Shows in Berlin mit irgendwelchen ganz komischen Laiendarstellern, sondern da kam wirklich noch Musik und Musikvideos. Das, was eigentlich, ja, ist egal, dafür machen wir es ja. Das, was eigentlich, ach, das ist ja super. Und nochmal ein Cube of Meat, jetzt kann der schon selbstständig rumlaufen. Ich glaube, viermal ist dann ein ganz besonderer Cube of Meat. Hier, Cube of Meat, mach du das. Ich kümmere mich um die Kleinen, du machst den Großen. Das funktioniert sogar. Ja, und der Große wird zu zwei Kleinen und dann nochmal zu zwei Kleinen und dann haben wir sie. Da, Cube. Lauf los. Cubey. Cube, Mann, lauf los. Ja, du machst das schon. Und das ist das, was jetzt wahrscheinlich YouTube macht. Musik, wo ihr Musikvideos schaut, ist YouTube. Und früher war das wirklich Musikfernsehen. Da gab es tatsächlich noch... Oh, cool. Zinkter Stein, kriegen wir vielleicht noch ein Hart. Super. Und hier legen wir auch mal eine ab. Und vielleicht bekommen wir da nicht nur ein Hart, sondern irgendwie noch eine Treppe. Nee. Dann gehen wir mal hier hoch. Da ist der Store. Wobei wir ja auch noch... Guck mal, die werden direkt zu Kollegen von uns. Die spawnen Fliegen und die wurden direkt zu unseren blauen Fliegen. Das habe ich so auch noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, welches Item dafür verantwortlich ist. So, die drei lassen wir hochgehen. Vielleicht noch eine Karte oder... Ja, da ist eine Karte. Wir gehen mal kurz hier rein. Ja, hätte schlimmer kommen können. Die können wir auch hier durch, genau, explodieren lassen. Wir haben so viele Orbitals um uns herum, dass es tatsächlich ziemlich gut aussieht, dass wir den Schaden abwehren können. Ja, das nehme ich. Und hier nehmen wir jetzt das Soli, was hier noch lag. Wir haben noch eine Emperor-Karte. Was ist das? Two of Hearts nehmen wir auch. Werden wir wieder geheilt. Und ja, ich bin mir nicht sicher. Ah. Giant Flies and Spiders. Ich weiß, wir können das Geld auch benutzen, um den anderen zu spielen. Aber ich würde gerne sehen, ob das auch auf die Orbital-Fliegen sich auswirkt. Das habe ich noch nie gesehen. Ich hole jetzt also die großen Spinnen und Fliegen. Und es wirkt sich nicht auf unsere Orbitals aus. Schade. Bomben wären nicht schlecht. Und dass wir den einen noch spielen. Ich kann ja mal hier reinfliegen. Ups. Ja, hier nehmen wir jetzt zu viel Schaden. Hier nehmen wir zu viel Schaden. Hier bin ich nicht konzentriert genug. Obwohl ich das sein sollte. So. Komm. Ja. Und du jetzt auch. Boah, du hast aber auch viel Health. Und ich weiß nicht, ob du gleich böse explodierst. Also... Hier, mach du das mal, Cube-Mann. Nee, explodiert nicht böse. Und hier ist sogar noch Geld. Genau das, was wir brauchen, nehme ich auch. Luck ab. Boah, sind wir wieder ein bisschen hoch mit unserem Luck. Wir haben 7 Bomben. Lass uns mal hier eine zünden. Nee, ist keine versteckte Tür drin. Aber ich brauche noch ein bisschen Geld. 15 Coins wären nochmal cool. Ja, machen wir das nochmal kurz. Wir haben ja die Zeit. Also wenn nicht wir, wer dann? Außerdem kann ich so noch ein bisschen... Upsa, na, das war aber unnötig, ja. Kann ich jetzt sofort wieder poppen. Das ist das Coole, wenn ich Schaden nehme durch die Battery, bekomme ich sofort, ein bisschen mehr Geld, bekomme ich sofort einen Tick mehr Aufladung. Oh, die mag ich gar nicht. Die sind zu krass und die haben so viel Health. Genau, mach du das mal. Cute, Mann. Ja, noch mehr Geld. Doch, wir haben den Coin noch, aber irgendwie funktioniert der gerade nicht. Das ist schade. Oh, das war super. Ja, gut, machst du. Geh du mal zu dem hin. Mach du den mal kaputt. Der ist doof. Doof zu mir. Du musst mich beschützen. Genau. Wo habe ich denn jetzt gerade gestoppt? Mit meinem Erzählvorgang. Jackass? Ja. Achso, bei Musiksendern. Ja. Dass da früher tatsächlich noch Musik kam. Kein Witz.
Ups. Oh, der hat uns tatsächlich erwischt. Ich dachte, den könnten wir ausweichen. Du kommst nicht so richtig in, ja, in meine Fliegen-Orbit rein. Upsi. Ach, das ist aber unglücklich gelaufen. Ist egal, wir haben so viel Health, dass es eigentlich sehr schön für uns läuft. Wir gehen da auch jetzt mal rein. Waren wir da drinne? Ja, da waren wir schon drinne. Dann gehen wir jetzt mal... Ja, komm. Wir gehen zu dem Typen und spielen den. Und hoffen, dass der auch nochmal Health verliert. Das machen wir. Das wäre ganz cool. Ja, und so hat man damals tatsächlich noch sich getroffen. Und ein bisschen abgehangen bei einem Bierchen. Tooth on Touch ist das. Okay, warum nicht? Warum nicht? Emperor und Temperance. Schauen wir mal, was das für eine Temperance ist. Haben wir Hearts auf dem Boden? Nee. Aber wir sollten trotzdem ein bisschen spielen, weil wir bekommen dadurch ja auch eine Aufladung. Durch unseren Counterfight Penny bekommen wir im besten Fall auch noch mehrere Münzen. So. Und wir haben eigentlich so viel Health, dass wir hier mal alles spielen. So, wenn ich jetzt nochmal spielen würde, würde der leider unsere guten Herzen wegnehmen. Also lassen wir den jetzt mal explodieren. So, es kann sein, dass hier ein Secret ist. Ja. Oh! Und nochmal einen Orbital. Also das spielt uns alles ziemlich gut in die Karten, würde ich sagen. Jetzt haben wir nochmal eine Keychain. Das Schöne ist... Soll ich den hier in die Luft jagen? Ja. Ja. Ist egal. Wir nehmen auch noch das Geld mit. Wir gehen nochmal in den Shop und schauen mal, was hier drin ist. So, erstmal die Feuer aus. Jetzt gehen wir da mal rein mit unseren... Ach, die dürfen wir nicht berühren. Ist egal. Wir machen einen ziemlich guten Umsatz mit unserem Soul Heart Generator. Also gut, dass wir das Ding behalten haben. So, jetzt haben wir wieder 2 Coins bekommen. Jetzt gehen wir mal in den Shop. Und dann suchen wir uns auch gleich den Secret Raum. Den jagen wir noch in die Luft. Nee, kurz raus und wieder rein. Dann sind die Spinnen weg. Nehmen wir die Bombs. Nehmen wir uns nochmal eine Battery. Ich würde sagen, wir nehmen uns eine Battery. Wir nehmen uns die 1+1 Pogo-Bombs. Ich bin mir gerade nicht sicher, was die machen. Ich glaube, wir bekommen immer doppelte Bomben, ne? Auf dem Floor. Genau, und hier müsste eigentlich der Super Secret sein. Nein, ist er nicht. Okay, dann lasst uns mal weiter gucken. Der könnte auch hier sein. Ja. Was haben wir hier drin? Nochmal so ein Raum. Und diesmal können wir die Feuer ausmachen. So, rein, raus. Die brauchen nämlich immer eine gewisse Zeit, bis die sich aufladen, die Feuer. Upsa. Und das war jetzt wichtig, weil das Feuer so nah bei uns war. Und ich wollte nicht, dass es uns verletzt. Okay. So, du Chest hier hin. Und mach mal das Feuer aus. Hol mir die Chest auch hier hoch. Und dann haben wir eine Bombe gespart. Wir haben ja sowieso nur noch eine. Vielleicht brauchen wir die noch für irgendwas Cooles. Hier kann alles Mögliche drin sein. Oh, und es ist Geld ohne Ende drin, ne? Und ein Herz. Wir haben jetzt nochmal 17 Münzen. Wollen wir nochmal in den Shop? Habe ich da irgendwas übersehen? Wir gehen nochmal kurz in den Shop. Da habt ihr gesehen, diese Kugel, die zerstört auch die Umgebung, also Steine und so. Genau, 1+1 Bombs. Ja, warum nicht? Gibt 2 Bomben. Nehmen wir mit. Wenn wir also irgendwo Bomben finden, sind es dann 2. Ja, hier können wir einmal durchgehen mit dem Ding. Ich weiß nicht, ob hier nochmal wohl eine Treppe ist. Aber das ist so easy. Hier ist auch keine mit Bombe im Stein. Ja, komm, nehmen wir die auch noch mit und den letzten und dann gehen wir runter. Ja, und so hat man sich tatsächlich... Achso, das können wir auch mit den Köpfen hier machen. Mhm. Und da könnte ein schwarzes Haar drunter sein, eine Karte oder eben so ein böser Wutz. Das haben wir schon gemacht. Da habt ihr euch früher getroffen und tatsächlich noch zusammen abgehangen, Musikvideos geguckt. Und was ich früher auch gemacht habe, ist auf MTV kam damals noch Julia Vallée, Super Rock, mit hosted by Julia Vallée. So eine blonde Rockerin. Oh, ich brauche erstmal... Ich habe vorhin Stasis aufgenommen und ich war so müde. Jetzt brauche ich erstmal einen Energy Drink.
eurer Wahl. Oh ja. Der hat zum Beispiel Homing Tears. Da werde ich also gerne Abstand halten. Versuchen. Ach nee, komm, mach mal direkt fertig hier. Hat uns zweimal getroffen. Ist auch nicht so schön. So, The Lovers 2. Rote Herzen. Oh. Ja. Aber das ist gar nicht mal so übel. Ah, ich komme mit der Kugel da leider nicht ran. Da hätte ich gerne mit der Kugel gearbeitet, aber dann mache ich das auch gerne mit der roten Fliege. Die ist nämlich super stark. Ja, nehme ich. Und ich gehe auch hier rein. Und bin super gespannt, was hier drin ist. Hätte fast vermutet. Okay. Ja, dass es eine Telechest ist. Aber hätte nicht damit gerechnet, dass die uns direkt zum Devil Deal führt. Das ist natürlich cool, wenn wir hier Guppy werden könnten. Eigentlich brauche ich die Hearts, aber ich habe so gute Erfahrung mit dem Solar Generator, dass ich jetzt die 50-50 Chance zur Wiederbelebung nehme. Und Evil Up. Your enemies will pay. Gibt euch ein schwarzes Heart und ich weiß gar nicht, was sonst. Wir sind bei Mom. Ich möchte die Karte jetzt nicht verwenden. Ich nehme es einmal. Mach's einmal so. Okay. Ja, da benutze ich jetzt super die Fliegen. Julia Vallée Super Rock. Weiß nicht, kennt ihr das? Da müsstet ihr schon ein bisschen älter sein. Früher gab es bei MTV tatsächlich Super Rock mit Julia Vallée. Und das war so das erste Mal, dass ich Placebo gehört habe. Weiß jetzt gar nicht mehr. Bruce Pristine war es nicht, aber es war auf der gleichen Scheibe, meine ich. Auf der ersten von denen. Die erste Scheibe von denen. Da waren die auf Super Rock dann. Und haben ein Video gezeigt. Das Video, wo die Gesichter so verschleiert sind. Super Song. Komme ich gerade nicht drauf. Habe ich irgendwann mal wieder entdeckt. Die Videokassette und war voll froh, dass ich das aufgenommen hatte. Also per Videokassette. Damals hat man das tatsächlich noch aufgenommen, denn das kam irgendwie super spät. Und man wollte einigermaßen fit sein für die Schule zumindest. Und dann hat man es sich aufnehmen lassen oder aufgenommen, wenn man selbst einen Videorekorder hatte, was gar nicht so se selbstverständlich war damals. Naja, und so habe ich einige Videokassetten von Julia Vallée. Ich hatte den Videorekorder. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich den von meinem Vater genutzt habe. Keine Ahnung. Auf jeden Fall konnte ich es mir aufnehmen. Oh, das hat sich gelohnt. Genau deswegen mache ich das. Eine Treppe nach unten. Mit einem Item, was ist es diesmal? Tickle lädt. Ja, eigentlich brauchen wir kein Geld mehr. Nehme ich mit, dann lädt das Ganze die Batterie schneller auf. Ich weiß gar nicht, wenn wir getroffen werden oder ich weiß es nicht mehr. So viele Items, so viele physikalische Gesetze, die man beachten muss. Ja, die sind ein bisschen doof, die explodieren nämlich ganz schlimm. Ich weiß nicht, ob ich lieber mit denen hier arbeiten sollte. Auf jeden Fall mit der blauen Fliege. Ansonsten, werden wir von der Explosion mitgerissen. Und hier können wir jetzt ganz einfach. Ja, vielleicht sollte ich damit warten, bis wir die alle erledigt haben, die Gegner, denn dann gehen die Türen auf. Je mehr Gegner ihr erzeugt durch diese Schädel, da gehen die Türen dann nicht mehr auf. Erst wenn ihr die erledigt habt. Und das muss ja nicht sein. Ja, blaue Fliege ist im Ziel. Bei dir jetzt auch. Upsa. Mache ich direkt noch mehr auf. So. Komm. Haben wir das erledigt. Jetzt können wir nämlich hier ganz easy durchfliegen. Noch ein schwarzes Herz. Hier fliegen wir durch. Boah. Nochmal ein schwarzes Herz. Hier nochmal durch. Jetzt gehen wir raus und wieder rein. Ah, Super Rock. Ja. Und Machine Head kam da und die ganz coolen Sachen. Also, damals war Machine Head noch neu. Das war auch die Platte Burn My Eyes. Die erste Scheibe von denen. Jetzt haben wir nochmal richtig, richtig Energie für unsere Soulbook bekommen. Dann können wir jetzt auch hier rausgehen. Wir werden die hier nochmal poppen. Ja, bekommen zwei Hearts, die können wir noch aufnehmen. Die verfärben dann unsere Soul Hearts in normale Hearts. Wir haben jetzt Mom und mit den Orbitals sollte das ziemlich gut zu erledigen sein. Gerade hier mit der roten Fliege. Ja, bis auf die sind uncool, die da auf einmal manchmal spawnen. Oh! Ja, generiere ich mir sofort ein neues Herz, ganz klar. Ah, funktioniert sehr schön. Sehr schön. Ja, keine Chance habt ihr. Oh, wir hatten da gefurzt. Habe ich Schaden genommen. Furzen die dann tatsächlich? Ja, egal, aber das ist super easy. Müssen wir eigentlich den nächsten Boss auch noch machen oder ist das schon der letzte, sozusagen?
Ja, das war's. Ne, müssen den nächsten auch noch machen. Das ist ein Speed-Up. Das ist ganz schön für uns. Und dann gehen wir auch mal runter. Ja. Wenn ein Treppenraum schon da war, dann kann es keinen zweiten mehr geben für uns. Ja, noch zwei Level. Jetzt einmal im Wump und dann den nächsten. Und dann haben wir es erledigt. Mal gucken, ob wir es packen. Das ist wirklich keine einfache Challenge. Aber die Items haben uns recht gut in die Karten gespielt. Zum Beispiel den Cube of Meat Man, dass der da, oh, das war doof, dass der da rumrennt und für uns schon aufgeladen. Und ein paar Monster erledigt, ist klasse. Ja. Ist also echt super. So, wir könnten eigentlich mit der Emperor direkt. Lass uns mit dem Emperor direkt zum nächsten Boss gehen, Mr. Fred. Und lass uns Mr. Fred mal zeigen, was wir drauf haben. Hier. Ja, wir müssten eigentlich erst die hier fertig machen. Ja, vielleicht muss ich ein bisschen schießen. Denn die kommen gleich auf uns zu. Sind ziemlich schnell und super mies gelaunt. Wollen uns also auf jeden Fall töten. So, jetzt brauche ich hier irgendeinen Orbital. Ja, und du musst auch mal daran, genau. Und jetzt nehme ich ein bisschen Schaden in Kauf. Wir haben eine hundertprozentige Devil Deal. Achso, wir waren aber schon. Nee, wir haben eine hundertprozentige Devil Deal Chance. Ja, das ist doof. Ich weiß, aber ich kann es nicht besser mit den Orbitals hier an der Stelle. Da muss ich die blaue nehmen. Und immer nur, ja. Ja, hätte ich von Anfang an so machen sollen. Und immer nur in den anderen Regionen. Muss ich mir merken. In den Regionen, wo er nicht schießt. So. Du auch. Und Devil Deal gehe ich zuerst rein. Wir wissen leider nicht, was es gibt. Aber wisst ihr was? Wir nehmen es einfach. Also vielleicht sind es noch mehr Gefährten. Ich glaube, so schlimm kann es nicht werden. Obwohl uns das unseren Lauf ruinieren kann. Aber ich habe gute Hoffnung. Und bin gespannt, was es ist. Guppy's Hairball. Ja, schwingt mit. Können wir nicht besonders gebrauchen. Aber das ist das zweite Guppy-Item. Vielleicht bekommen wir noch gleich ein drittes. Und Contract from Below. Und was haben wir hier? Tears Up. Brauchen wir nicht, aber wir brauchen die Health. Okay, runter und letzte Level. Ja, ich weiß gar nicht, was dann passiert ist mit MTV und Viva. Irgendwann haben die Leute scheinbar aufgehört, Videos zu gucken, weil es YouTube gab. Ich weiß nicht, weswegen. Und dann haben die umgesattelt auf ganz viele Soaps und so alternative Shows. Ach komm, mach mal das. Vielleicht ist da irgendwie was drin, was uns hilft. Außerdem diese Fliegen, die werden scheinbar unsere Freunde. Ziemlich cool. Ich weiß nicht, welches Item das ist, was dafür sorgt. Und ob wir das vorher schon hatten. Ja. Ja, Cube of Meat, du bist nicht schnell genug für die, ne? Aber. Oh, hier könnte was Schönes drin sein. Bringt uns jetzt nichts mehr. Den 100% Devil Deal, der bringt uns jetzt nichts mehr. Ja. Aber. Egal. Was wir hier machen können, wir können mal. Gucken, dass wir was mitnehmen. Aber Achtung, es gibt auch Steine, die explodieren und die schießen Tränen. Es ist nicht so einfach, dann auszuweichen. Ja, super. Blau. Blaue Fliege. Und jetzt nochmal die rote Fliege. Ha, oh. Ach, wie schön. Und nochmal mehr Soul Hearts. Ja, und dann haben die umgesattelt auf so ganz komische Sachen. Ach stimmt, brauche ich ja gar nicht. Ich habe doch den Hammer hier. Und seitdem gab es dann keine Musikvideos mehr. Früher hatten Musikvideos ja noch ein Riesenbudget. Ist heute nicht mehr so. Weil die nicht mehr großartig ausgestrahlt werden, außer mal bei YouTube oder so. Oder ich glaube, es gibt noch Deluxe Music. Wie heißt dieser Musik-Channel? Wo noch ganz Oldschool-Sachen teilweise kommen. Da kann man noch Musik hören und sehen dabei. Ah, da war eine Bombe drin. Da habe ich nicht drauf geachtet. Und das war auch super unnötig, was ich hier mache. Aber ist egal. Wir gehen hier mal durch. Vielleicht ist hier irgendwo ein Geheimgang. Oder ich könnte noch ein bisschen Health gebrauchen, damit wir das schaffen. Denn wir sind so weit gekommen. Das wäre so schön, wenn wir das jetzt hier auch noch schaffen. Ja, gehen wir hier nochmal durch. Nee, ist nichts bei. Ah, ein bisschen Health wäre so abgefahren. Oh nein! Also, wenn es so weitergeht, schaffen wir das nicht. Mit 4 Herzen schaffe ich den Endgegner nicht. Ganz ehrlich nicht. Okay, 5 Herzen. Was ist da gedroppt? 2 Bomben.
Batterien wären cool. Was haben wir denn hier drin? Lass uns mal gucken. Eine Goldchest. Nee, nur wenn ich eine Karte habe, mit der ich raus teleportieren kann. Ansonsten bitte nicht. Okay, lass uns mal nach unten gehen. Okay. Hier muss ich wirklich aufpassen. Und mehr mit der blauen Fliege arbeiten. Und immer dann, wenn sie diagonal steht oder... Ja, anders als sie. Die schießen nur geradeaus. Da muss ich ein bisschen seitlich stehen, dann geht das. Oh, keinen Schaden genommen. Schön. Wenn man aufpasst, ne? Dann funktioniert's. Ist hier vielleicht ein Secret? Nein, ist nicht. Schade. Hier könnte vielleicht noch einer sein. Nein, ist es nicht. Ja, rote Herzen haben wir nicht mehr. Ich weiß, ich habe alle in die Devil Deals gegeben. Ich weiß nicht, ob ich das hätte machen sollen. Ach, das war doof. Ich muss nach rechts in den anderen großen Raum. Ich wollte es vermeiden, aber ich muss da rein. Ja, und heutzutage gibt es ja noch MTV. Die wurden dann irgendwann privat. Ne? Ich weiß nicht, was die sich davon versprechen. Mehr Geld? Wirklich? Komm. Das, da weiß ich nicht. Gibt's die noch? Also, seitdem die in diesen privaten Modus gewechselt sind. Also, wer, weiß ich nicht. Ich hab's. Das geht ja nur per Kabel, ne? Muss man das abonnieren? Und wer guckt noch Großfernsehen? Hatte ich ja schon mal drüber geredet. Man guckt eher Amazon und On-Demand-Sachen und Twitch ist mein neuer Fernsehspender geworden. Ich gehe da rein. Weil ich nur ein halbes Hartschaden. Nee, ich nehme ein ganzes Hartschaden hier in dem Level. Nee, das kann ich nicht spielen. Mist. Obwohl ich. Ja, einmal kann ich es vielleicht. Ja. Ich bekomme das Schild hier, oder? Ist das richtig? Nee, ich bekomme das Schild nicht. Hätte ich nicht machen sollen. Jetzt ist es noch schwieriger geworden zu siegen. Das Schild bekomme ich doch erst, wenn ich das Hart besiegt habe. Ja, ich habe nicht nachgedacht. Doof. Das ist jetzt das ist ziemlich schlecht. Wir müssen mal gucken, ob wir das jetzt noch schaffen. Ich kann es nur hoffen, weil noch einen besseren Lauf kann es nicht geben. Das Problem ist, dass ich beim Hart nicht großartig ausweichen kann und den Meat Boy die Arbeit erledigen lasse. Es geht nicht. So, hier kann es sein, dass was explodiert, beziehungsweise Tränen gibt. Eine Full Health kann ich leider nicht gebrauchen. Eine gelbe. Bombs Aki. Pretty Fly. Tears Up. Leider alles nicht das, was mir hilft. Dann gehe ich mal hier rein. Ich könnte hier jetzt noch spielen. Ja, spielen wir den mal. Vielleicht gibt es noch einen Soul Heart. Aber mit null Luck ist das ziemlich schwer. Ja, und da ist wirklich die Frage, macht MTV noch was? Also Viva Plus gab es ja dann irgendwann mal, die haben aufgehört. Viva Jetzt gibt es noch. Die sind so teilweise in den Comedy-Bereich abgedriftet und machen auch, was machen sie alles, Family Guy und solche Sachen, die mal auf ProSieben liefen. Die machen die jetzt auch. Schade, dass wir die roten Herzen nicht brauchen können, aber genau deswegen mache ich das, wegen den schwarzen hier. Wegen den Soul Hearts. Oder silbern. Ja, silbern. Die schwarzen, die sind ja, wenn die von euch genommen werden durch Schaden, machen die. Boah, da explodiert das. Aber dafür habe ich nochmal Soldaten mehr bekommen. Tears Up, brauchen wir nicht. Dafür machen die dann nochmal Raumschaden. Ja, ich spiele die nicht. Vielleicht finde ich noch jemand anderen, der mir ein bisschen Health gibt. Ich weiß es nicht. Und den spiele ich natürlich nicht. Die Frage ist. Nee, zerstören tue ich den auch erstmal nicht. Hab so viele Red Health hier. Schade, dass das Tears Up nicht für meine Kollegen gilt. Und genauso die Damage nicht. Dann würden wir nämlich einen ziemlich guten Damage auch auf die Entfernung machen. Uns fehlt noch ein Guppy-Item, dann wären wir Guppy. Dann wäre alles ganz easy. Mit dem Schaden sollte das super dann machbar sein, aber. Naja. Wir werden das schon irgendwie hinbekommen. Ja, vielleicht ist Jens. Ach, da oben war der. Dann schauen wir mal. Oh, das könnte ja tatsächlich interessant sein. Soul Heart dürfen wir jetzt nicht verlieren. Ja. Mom kommt nochmal. Ich gehe jetzt auf Nummer sicher. Ah,
Ich glaube, das rettet uns gerade das Ass. Guckt euch das an. Zwei Soulies. Battery. Boom. Noch ein Soul Heart. Battery. Noch ein Soul Heart. Und ich glaube, jetzt schaffen wir den Boss. Ich glaube, wir schaffen die Challenge. Two of Diamonds. Puh, zieh ich Two mir rein. Brauche ich of nicht. Diamonds. Two of Hearts. Brauche ich auch nicht. Zieh ich mir rein. Und was ist in der Kiste? Nochmal Bomben. Und it shines for its brothers. Nein, ich bleib bei dem Tickel. Puh. Dieser Raum, dieser, das müsste der Super Secret sein, hat uns gerade gerettet. Der hat uns gerade gerettet. Ich mag es gar nicht sagen. Ha. Und das spielt uns auch in die Karten, dass wir fliegen können und dass wir so einen Raum bekommen. Auch wenn die schießen manchmal. Ich fühle mich gerade ein bisschen entspannter. Wirklich. Damit die ganze Zeit. Wir sind jetzt schon ganz schön lang unterwegs, aber diese Challenges bis zum Hart, die brauchen eben eine Weile. Da machst du nichts. Und die Zeit müssen wir uns nehmen. So, wo war ich dabei? Ja, ich habe genau noch abgelästert über die Musikkanäle, was denen einfällt. So. Und genau, Viva Plus gab es irgendwann nicht mehr. Viva, da war ich stehen geblieben. Ist dann auf so einen komischen Comedy-Trip gegangen. Und hat sich dann auch irgendwie die Sendezeit teilweise geteilt mit Nickelodeon und solche Sachen. Ne? Ja, gab es doch was. Machen die es immer noch? Ich glaube nicht. Nur Nickelodeon hat sich dann irgendwann verselbstständigt, weil die wahrscheinlich mehr Einschaltquoten haben als Viva. Und so gab es damals eben richtig coole Fernsehsender mit Musik. Jetzt habt ihr eben YouTube, aber. Früher konnte man schön laufen lassen, dann gab es irgendwie sowas wie Super Rock, eine Stunde Metal. Ihr habt mal was Neues gesehen, das war sehr interessant. So, kurz mal zusammenreißen. Und jetzt geht's zu Mom's Heart. Und das müssen wir schaffen. Wenn wir jetzt hier sterben, wäre das absolut albern. Sehr gut gemacht. Geh hier hin, Kleiner. Ach, du sollst. Ja, das Auge. Ja, und das Auge auch. Ja, ich weiß. Oh. So, jetzt müssen wir hier ein bisschen drum herstolzieren und hoffen, dass die uns nicht so heftig treffen. Wo ist meine rote Fliege? Ich würde das gerne mit der roten machen. Die macht am meisten Schaden hier. Genau. Wir haben so viel um uns herum, was uns die Tears blockt, dass wir da ziemlich gut drumherum fleddern konnten. So, und jetzt geht's in die Nummer mit dem Brimstone. Da kann ich nicht so viel machen. Ja, aber jetzt. Wir haben es geschafft. Ich gehe jetzt nicht da rein, weil da könnte Krampus drin sein. Ich weiß nicht, ob wir den schon besiegt haben. Ich glaube nicht. Das bringt uns sowieso nichts. Wir haben es geschafft. Oh, wir haben es geschafft. Wir haben ohne Tears die Challenge gepackt, Solar System. Nur mit Fliegen um uns herum. Und die Items, die sind wirklich gut gewesen. Da haben wir wirklich, wirklich Glück gehabt. Puh. Meine lieben Freunde, schauen wir mal, was wir dadurch erspielt haben. Wahnsinn. Rune of Perthrow. Wir hatten Perthrow hier noch gar nicht freigespielt. Das hatte ich nur auf der Xbox One freigespielt. Das ist super nützlich, weil die Jera hatten wir freigespielt. Jetzt haben wir auch die Perthrow. Boom. Sau nützlich. Ah, wir haben es geschafft. Ich kann nur eins sagen. Ich bedanke mich vielmals für euer Zusehen, auch wenn ihr die Folge nicht in Gänze geschaut habt. Bei den 48 Minuten oder was die sind. Freut es mich trotzdem, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr die Zeit mit mir verbracht habt, dass wir gemeinsam die Challenge bezwungen haben. Und ich verbleibe wie immer mit einem Macht was aus eurem Tag. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, beim B2 spielt The Binding of Isaac Nachgeburt, dann mit einer weiteren Challenge. Wir werden sie alle bezwingen. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Ciao.